In jener Zeit trieb der Geist Jesus in die Wüste. Dort blieb Jesus 40 Tage lang und wurde vom Satan in Versuchung geführt. Er lebte bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Soweit aus dem Markus-Evangelium. Markus ist ein unheimlich knapp formulierender Evangelist. Das sind eigentlich nur so Skizzen, die er macht, in die wir uns dann irgendwie hineindenken oder hineinfinden können, auch mit unseren Erfahrungen. Also, was ist da passiert? Was verbirgt sich hinter diesen knappen Worten? 40 Tage, da denken wir an die Zeit, die jetzt vor uns liegt, die Fastenzeit, tatsächlich kommt sie daher. Dann das Wort Versuchung, wobei das griechische Wort sehr breit ist, nicht nur das eng wie Deutsch Versuchung meint, sondern es meint auch erforschen, erproben. Also es soll was aus mir herausgefordert werden, wer ich wirklich bin. Und dann halt die Wüste. Alles in allem eine Extremsituation, in der Jesus sich befindet, in der aber eben das sichtbar werden soll, was ihn wirklich ausmacht. Das will ans Licht kommen. Wenn wir das auf uns übertragen, dann ja, können wir doch sagen, die Situation, in der wir heute leben, zumindest die Weise, wie wir sie wahrnehmen, wird immer mehr zu einer Extremsituation. Hat den Eindruck, politisch, ökologisch, wie auch immer, spitzt sich das alles zu, auf allen möglichen Ebenen und macht uns fertig, macht uns müde. Ob das jetzt objektiv auch so ist oder früher vielleicht nicht auch so war, das spielt jetzt nicht die Rolle. Die Tatsache ist, das blockiert uns und vor allem ergreift da irgendwie etwas von uns Besitz, was uns eben fertig macht. Und vielfach wird diese Überforderung, die wir spüren, in eine Aggression umgewandelt. Das prallt ab und kommt in Form von Aggressionen zurück. In vielen Bereichen, ich merke das selber auch, wird der Umgang immer aggressiver. Als wenn da etwas Macht wirklich über uns gewinnt, was zerstörerisch wirkt, vor allem auf unser Inneres. Man könnte es nennen so die innere Ruhe, den Seelenfrieden. Wir wollen das gar nicht merken, aber wie es uns kaputt macht. Und dann stellt sich diese Frage, ja, wer ist denn in dieser knappen Skizze von Markus eigentlich mit dem Satan gemeint? Hier geht es nicht darum, irgendeine Schreckensgestalt oder einen Gegenspieler zu Gott zu sehen. Markus gibt nämlich da keine weiteren Erklärungen, er beschreibt das überhaupt nicht. Es geht nur darum zu sehen, hier ist irgendeine Realität. Das Böse ist eine Realität. Also wenn wir uns Leute nehmen, wie so ein Putin oder sonst wen, da merken wir doch, die sind irgendwie besessen, das ist eine Realität. Man kann nicht sagen, ja, ist halt so, weil der das und das erlebt hat. Nein, diese Realität, die greift um uns. Und es geht jetzt nicht darum, ob das irgendeine Person ist oder was, sondern das Böse ist eben die Nichtigung, dass alles, was kostbar ist, durch diese Realität zerstört wird. Eine alte christliche Vorstellung ist, das Böse ist nicht der Gegenspieler zu Gott, sondern definiert sich durch die Gottlosigkeit, also weil es getrennt ist von Gott, der Abstand, eben das Nichts, die Nichtigung. Gott selber ist das Leben, die Liebe, können wir auf verschiedene Weise natürlich umschreiben. Und ja, das Böse ist dann das, was davon getrennt ist. Und dann gehen Eigendynamiken los. Auch die Natur ist nicht frei davon. Auch da gibt es Aggression und dergleichen. Da ist auch etwas Unerlöstes drin. Das brauchen wir auch nicht glorifizieren. Ne? Ich möchte jetzt damit aber nicht meinen, dass der Nichtglaubende deshalb das Böse ist oder so. Also dieses Getrenntsein von Gott hat jetzt nicht mit dem ausdrücklichen Glauben zu tun, sondern eher ist eine Frage des Geistes. Ja, bin ich jetzt wirklich, versuche ich an diesem Geist des Lebens, der Liebe an Gott dran zu sein, wie auch immer, oder nicht? Was wir heute brauchen, ist eine sogenannte Unterscheidung der Geister, wie das der heilige Ignatius von Loyola nennt, also zu schauen, was fördert in mir Liebe, Seelenruhe, Kreativität. Das ist Gott selber, der da wirkt, das ist sein Geist. Und dann eben dieses andere, was davon getrennt ist, was davon immer mehr auf Abstand geht, ins Nichts, in die Absurdität, in die Zerstörung, in die Aggression führt. Die Bibel kennt für den Umgang damit den Begriff des Kampfes. Der ist uns natürlich sehr fremd, weil wir das Christentum in der Regel ja friedlich versuchen zu deuten. Aber ich glaube, wir kommen heute an dieser Kategorie, an diesem Begriff nicht mehr vorbei. Der Kampf.
Und, aber nicht im Sinne jetzt, das fordert uns heraus, die Situation selber in neue Aggression zu kommen und neue Zerstörung. Das ist das Subtile dieser Nichtigung des Bösen, sondern der Kampf im Sinne des Widerstandes. Ein positiver Kampf um die Rückbindung an Gott. Also nicht jetzt prinzipiell gegen einen, sondern um etwas. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Der Kampf trotzdem an Gott, an die Liebe, an den Herzensfrieden zurückgebunden zu sein und vor allem da hinein zu investieren, trotz allem. Ich glaube, das ist im Moment unsere einzige Chance, in dieser Widerstandskraft zu arbeiten. Wenn wir im Bild des Kampfes bleiben, geht es auch weniger um den offenen Feldkampf, so draußen irgendwie ein Gefecht oder sowas oder ein Boxkampf oder was weiß ich, sondern es geht eher um das Bild einer Burg, die wir aufbauen. Ich denke hier bei uns in der Gegend, nehmen wir Hülschrath oder nehmen wir die Feste in Zons, die geschützte Stadt. Das ist das eigentlich, also wie wir das Kostbare schützen können, wie wir Mauern aufbauen können, nicht jetzt um andere abzuwehren, aber um diese Nichtigung abzuwehren, um das andere zusammenzuhalten und zu schützen und vor allem, damit das Gute dann wieder auch seine Kraft entwickeln kann und nicht ständig dieser Aggression ausgesetzt ist. Das ist die Herausforderung, um die es geht. Jesus hat das in den 40 Tagen der Wüste erlebt. Die 40 ist immer die Übergangszeit. Für uns ist es jetzt eben die Zeit der Fastenzeit, Weg in das österliche Leben hinein, um genau diese Burg gegen all diese Nichtigung, diese Zerstörungskräfte zu festigen und diesen Kampf anzugehen. Es ist eine ernste Sache und es funktioniert nur, glaube ich, in dieser inneren Rückbindung an Gott. Im Gebet oder indem ich mich im Gedanken damit beschäftige. Wir merken, wie sehr wir das brauchen. Möge uns wirklich jetzt auch die Kraft geben, Gott, dass wir das in dieser Zeit der Fastenzeit erleben, dass wir diese Festigung, diese Stärkung erfahren und so auch positiv durch diese Zeit gehen können, also die Zeit, in der wir heute leben. Amen.